Ahoi Freunde, irgendwann trifft es jeden, da bin ich mir sicher. Das Wetter ist perfekt, die Kamera steht bereit und du hast tief in dir den Drang, endlich wieder etwas Neues zu fotografieren. Doch dein Kopf ist leer und du hast das blöde Gefühl, dass du alles schon irgendwie einmal fotografiert hast. Blöd. Doch mit diesem Video werde ich dir helfen, deiner Kreativität neuen Schwung zu verleihen. Versprochen. Kreativ, leicht umsetzbar und möglichst ausfallend soll es sein, dann bist du genau hier richtig. Viel Spaß beim Video. Der erste Gedanke, um surreale Bilder zu erstellen, ist natürlich der Weg über Photoshop oder Apps, die das Blau vom Himmel versprechen. Aber es geht definitiv auch anders und das zeige ich euch jetzt. Für das nachfolgende Bild musste ich mich auf den Boden legen, wohingegen Eric pantomimische Leistung abliefern musste. Die Blende war weit geschlossen, der Boden weit abfallend und das Vordergrundmotiv war ca. 3 Meter vom Hintergrundmotiv entfernt. Das Endergebnis ganz ohne Photoshop sieht dann so aus. Mit diesem Trick kannst du kleine Gegenstände groß machen und große winzig klein. Aber lass dich nicht unterkriegen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Wir haben auch so ungefähr 10, 20 Anläufe gebraucht, bis das Bild so aussieht, wie es jetzt eben aussieht. Ein neuer Trend zeigt sich dieses Jahr mit der Doppelbelichtung. In Nikon-Kameras schon lange integriert, doch auch mit allen anderen Kameras und Smartphones ist diese Bildvariante schnell umgesetzt. Wie der Name schon andeuten lässt, besteht das Bild aus zwei Aufnahmen. In der ersten Aufnahme liegt Claudia ganz gemütlich auf der Mauer und genießt die Sonne. In der zweiten strahlt sie mit ihrem Lächeln in die Kamera und macht die Doppelbelichtung perfekt. Das Bild wirkt geistesartig und zieht die Blicke wie ein Magnet auf sich. Um das Bild perfekt nachzustellen, empfiehlt es sich natürlich ein Stativ zu verwenden. Oder wenn ihr ein ruhiges Händchen habt, dann verwendet eure Hände. Mac- und PC-User verwenden Photoshop oder GIMP und die Smombies unter euch verwenden vorzugsweise Photoblend oder Fused. Und die Links findet ihr wie immer in der Infobox. Ganz ehrlich, wer hat seine Hände noch nicht unter einen Scanner gelegt und sich über das Endergebnis gefreut? Es ist definitiv merkwürdig, es klappt vielleicht nicht gleich beim ersten Mal und Rückenschmerzen sind quasi vorprogrammiert. Außer ihr setzt euch vielleicht auf den Scanner drauf, aber das möchte ich jetzt nicht wirklich thematisieren. Wer experimentierfreudig ist, wird hier ganz lustige Bilder erstellen können. Kleiner Tipp von uns, verwendet eine dunkle Decke, um das Umgebungslicht zu blocken. Dadurch bekommt ihr einen schwarzen Hintergrund und das Bild hat einen schönen Kontrast. Aber bitte lasst euch dabei nicht erwischen, dann seid ihr definitiv in Erklärungsnot. Oje, oje, oje. Je weiter wir kommen, desto mehr artet das Ganze irgendwie in Sport aus. Nun denn, kommen wir zur Disziplin Kopfstand. Auf den ersten Blick ist es noch unklar, was hier genau eigentlich passiert. Doch für dieses Foto musst du dich tatsächlich kopfüber in das Gras stellen. Am besten holst du dir für diese Aufnahme Hilfe und fotografierst offenblendig. Dadurch bekommst du eine schöne Weichzeichnung und durch das Bokeh werden unwichtige Sachen einfach ausgeblendet. Was genau Bokeh ist und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir in einem anderen Video. Klick jetzt einfach auf die Infokarte und das Video startet in einem neuen Fenster. Kaum zu glauben, aber Reflexionen sind nicht nur dazu da, um sie mit Photoshop aus Brillen wegzuretuschieren. Manchmal sind sie sogar ganz nützlich und können dazu beitragen, dem Bild einen gewissen Ghost-Look zu verpassen. Vor allem dann, wenn man aus der eigentlichen Bildidee sogar noch eine Art Doppelbelichtung daraus macht. Für das nächste Bild haben wir uns einen Steg an der Saale herausgesucht. Dadurch konnten wir etwas mehr mit der Perspektive spielen und mussten uns nicht umständlich auf der Suche nach einer großen Pfütze begeben. Was natürlich für das Bild auch möglich gewesen wäre, aber wollten wir jetzt nicht unbedingt. Um den Ghost-Look noch etwas zu verstärken, wurde das Bild zweimal aufgenommen. Einmal komplett, also mit Eric und den Schuhen, und einmal waren nur die Schuhe zu sehen. Und am Ende wurde das Bild mit Photoshop an der Wasserlinie wieder zu einem Bild zusammengefügt. Die Umsetzung mit Photoshop dauerte vielleicht 2 Minuten, länger nicht, aber ihr könnt das Ganze auch mit Smartphones erledigen. Die Apps dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Wir werden jetzt lediglich den Horizont kippen und das kann durchaus eine interessante und neue kreative Bildidee sein. Ihr glaubt es mir nicht? Dann seht selbst. Schaut man sich diese Aufnahme von mir an, bekommt man den Eindruck, dass ich mich einer gefährlichen Situation ausgehändigt habe. Doch dreht man das Bild in die Ausgangsposition zurück, bemerkt man schnell den kleinen, aber feinen Illusionstrick. Ich habe mich für diese Aufnahme lediglich in den Schmutz gelegt und ausnahmsweise mal auf die Anweisung meiner Freundin gehört. Wichtig für diese Aufnahme ist eine nicht zu stramme oder gar schiefe Haltung. Bleibt geschmeidig, winkelt die Beine etwas an und versucht euch an irgendetwas festzuhalten, sonst wirkt das Bild irgendwie merkwürdig. Du hast sowas ähnliches auch schon mal fotografiert oder ganz eigene Ideen, dann post es doch einfach in die Facebook-Gruppe Die Fotoecke. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Mich würde jetzt interessieren, welche Bildidee fandet ihr am besten und zu welcher soll ich mal ein extra Video machen. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch Erklärungsbedarf, vielleicht braucht ihr noch ein paar mehr Beispiele, würde ich sehr, sehr gerne machen. Schreibt es mir dazu einfach mal in die Kommentare und dann werdet ihr bald dazu ein neues Video sehen. Wem das Video gefallen hat und mich unterstützen möchte, der gibt dem Video Daumen nach oben, teilt das Video auf Facebook oder auf anderen Netzwerken und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.